Und da wir jetzt wissen, wer wir sind, starten wir mit Pirate Warriors 3. So. Beim letzten Mal haben wir die Entscheidungsschlacht bei Marineford gemacht und haben dann noch einen kleinen Timeskip gemacht und sind nun im letzten Kapitel. Gibt es überhaupt noch zu kaufen, das Buch? Ich weiß es nicht. Es bleiben noch 3 Missionen übrig. Die Fischmenschinsel, Punk Hazard und Dressrosa, glaube ich. Ich würde sagen, wir legen hier direkt los. Irgendwas, was ich machen muss. Eine Menge Sachen. Und wir haben natürlich einmal die ganzen Strohpiraten in etwas älter. Die Sache ist, wen nehmen wir denn? Wir haben ja zumindest jeden schon einmal mal gespielt. Ruffy hatten wir jetzt eh schon mehrmals, also lassen wir den direkt mal raus. Ich sag mal, Brook und Franky waren eh noch relativ aktuell und ich glaube, Lysop und Chopper will ich nicht und Robin eigentlich auch nicht. Also Sanji, Nami oder Zorro. Aber ich tendiere schon fast eher zu Nami. Was sagst du? Sanji, Nami oder Zorro? Nami klingt gut, höre ich von der Seite. Dann lassen wir Nami noch mal ein kleines bisschen wachsen. Na, kann wirklich erst später verändern. So, einmal automatisch auffüllen. Perfekt. Noch mehr wachsen. Es kommt drauf an, wohin sie wächst, ne? シャボンディ諸島で最終決を果たした麦わらの一味は、新世界へと抜けるため、深海の島、魚人島を訪れる。そこは、竜宮王国が治める魚人と人魚の国だった。2年前、共に戦った人命によって、すでに名を知られていたルフィは、仲間たちと共に王宮、竜宮城に招待され、魚人族と人間とは、長い歴史の中で、種族間の深い確執が存在していた。 しかし、人間との融和を望んだ今は亡き王妃乙姫の活動のせいかにより、人間に歩み寄ろうと考える魚人たちも少なくなかった。一方で、人間を憎み、魚人族の力を世界に示そうという不穏な組織も存在していた。ホーディ率いる新魚人海賊団である。かつてルフィたちがイーストブルーで倒した魚人アーロンの意志を継ぐホーディは、 竜宮王国に反乱を起こして新たな国を築こうと動き始めていた。ホーディの反乱に巻き込まれる形で仲間数名が囚われてしまったルフィは、残る仲間と合流し、そこでジンベエとの再会を果たすのだった。ルフィ君、見違えたぞ。懐かしいな。Kurz zwischendurch, Rainbow Dash, danke für deine Spende und All Hail Rosa Maledicta, the Queen of Blood. Okay. Alternativ nehmen wir auch Jan Rosa. Super geil von dir. ジンベ、おお、ジンベが。また会えて嬉しいぞ。ん？仲間は皆一緒ではないのか。ああ、それだよ。コーディのやつは、なんと竜宮城がそんな大変な事態になっておったとは。 ジンベ、後のことは頼むぞ。俺は竜宮城に行く。待てルフィ君、お前さんらがホーディと戦ってはいかん。考えてみろ、お前さんがそのまま魚人島で暴れたらどうなる。魚人族にはこれまで人間に心を開こうとする度に人間によってそれを邪魔されてきた歴史がある。お前さんがホーディとぶつかればどうなる。結果、 この危機から魚人島は救われるとしても、人間に盾つくホーディを打ちのめそうとするお前さんの姿は、魚人島のみんなに変わることのない歴史を連想させる。ジンベ、こっちは仲間取られてんだ。ホーディってのもほっときゃ俺の友達もみんな困る。俺は行く。止めてんなら止めてみろ。共に戦った仲だと油断したわい。
Jimmy will Prügel. So. Ja, wir müssen Hody besiegen. Hauen wir drauf. ホーディーを助けてくれたらええ。そうすればわしら全員共謀者であることが皆にわかる。まあその前にまずは竜宮城へ急ぎ仲間を救出せ。仲間救出の方法についてじゃ何とかしてくれ。 Okay. Da müssen wir hin. Ah, jetzt sind die Türen noch offen. Jetzt kann ich durch. Das erste, was ich von Frankie sehe, ist erstmal, wie er post. Schauen wir mal, wie Nami sich jetzt hier so mittlerweile spielt. Ja, es tut auf jeden Fall weh, was sie macht. Was hast du denn hier so für Specials? So. Ja, die Blitze sind einfach nice. Kaputt. Und weg. Die Wiggle Physics. Also ich glaube, es waren auch die Blitze, die ich hier super cool finde von ihr. Weil einfach richtig fett Schaden macht die ganze Zeit. Das sah interessant aus. So, cool aus. So. Hier mal ein paar andere Attacken. Was ist denn noch so? So. Und einmal reinhauen. Ja, das ist der... Erstmal neuer Stab hier für nach dem Timeskip. Es gibt später noch einen anderen Stab, den sie hat. Der kommt dann aber dann erst so... Überlegen, wann kriegt sie den? Ich glaube, nach Dressrosa kriegt sie den. Oder vor? So in Dressrosa herum. Aber das ist jetzt erstmal der Post-Timeskip-Stab, den sie hat. Aber man muss echt sagen... Oder nach so, okay. Eigentlich wollte ich gerade sagen, in die Fresse, aber leider sein Bauch. Ich bin
Wie wir alle wissen, Ruffy möchte kein Held sein, denn Helden müssen ihr Fleisch teilen, während Piraten es für sich behalten können. Sieht teilweise echt cool aus, was sie hier macht. Was muss ich machen? Die Sachen einnehmen, denke ich mal, da oben. Ich nehme erstmal da oben die Gebiete mal schnell ein. Helfe hier den Leuten gleich nochmal. Den Fischmensch-Kapitän. So. Ich finde sowieso, dieser Arc war so, ja, war eh nur dafür da, um zu zeigen, was die alle in den 2 Jahren gelernt haben. Ich glaube, es ist für sonst nichts anderes. Und noch einmal direkt. So, ich wollte jetzt eigentlich das Gebiet hier eben schnell einnehmen hier drin. So. Bei Ruffy hat man nicht mal alles gesehen. Wenn man bedenkt, was Ruffy eigentlich alles noch so konnte, ne? Theoretisch. Was er bei Hody nie eingesetzt hat. Hätte Hody richtig hart auf die Fresse bekommen einfach. Weil rein theoretisch konnte Ruffy ja eigentlich hier schon Gear 4. Er hat sie einfach nur nicht benutzt. Wenn er hier mit Gear 4 bei Hody angekommen wäre, dann hätte er ihn einfach mal richtig hart gereckt. Hody wäre 100-mal gestorben. Oh, glaube ich, habe da irgendwas verkackt. Na, natürlich ist der Anführer ausgewichen. Na. Danke fürs Einschläfern. Oh, aber irgendein anderes Schatzzeichen, das habe ich dafür geschafft. Okay.死んで人間への恨みを残せ。死んで恨みを残す。バカバカしい。何も残りませんよ。生き物皆死んだら骨だけ。私命そまつにする人大嫌いなんです。失礼ですがもう切っちゃいました。おさむございます。お気をつけて。かすりだ。吹雪切り。 負けちゃいられねえ。みんな新世界に向けてしっかり得るものを得てきてる。魚野郎、お前は俺に狙撃され、それで終わりだ。何をつまらねえ寝言、バカな夢見てんじゃねえよ。負け惜しみか。参った。俺も衰えたな。昔はもっと嘘ぶちかましたもんなのに、今やそれができちまう。 So. Okay, hier haben wir auch alles eingenommen. Dann auf zu der Festung nach oben. Für ein weiteres Schatzereignis. Vielleicht kriege ich ja wenigstens das, wenn ich gerade eben schon eins verpasst habe. Einschlagdial. Ja, es klingt schon seltsam. Und ein weiteres Schatzereignis.
Ach ja, die ganzen neuen Attacken. Ich glaube echt, die ganzen Schatz-Events, die wir jetzt gerade haben, zeigen einfach nur die ganzen Attacken, die sie jetzt neu gelernt haben. Sieht teilweise schon echt witzig aus. Ich muss nur das hängt die ganze Zeit machen. So. Wird der Typ ist da jetzt angekommen oder nicht so ganz? Ja, ich glaube, jetzt ist er ungefähr da. Sieht schon das Bild da unten links. Sieht schon sehr interessant aus. Ach, jetzt darf ich da lang gehen. Ist leicht vermoost. So, dann Jinbei verprügeln. Nein, nicht Jinbei verprügeln, Jinbei retten. Oh ja, das klappt ganz gut hier. Dann laufen wir erstmal vorbei. Kannst eben noch hier rein. Ist ja fast fertig. Also von denen, die wir bisher so gesehen haben, Brook, ziemlich cool nach dem Timeskip, beherrscht Eisangriffe so teilweise. Lysorb ist jetzt nicht mehr so ein Schisser, glaube ich, so nach dem Timeskip und hat auf jeden Fall mit seinen Dialangriffen, die er jetzt noch irgendwie noch mit eingebaut hat, viel stärker. Yo! Okay. Einfach mal gewonnen. Viel stärkere Angriffe. Chopper kann seine Form besser kontrollieren und wird nicht direkt zum Berserker, wenn er mal einen Rumble Ball frisst. Oder mal ein paar mehr Rumble Balls. Komm, komm, das ist bei ihm raus. Und Frankie, naja, hat aber sein Arsenal noch ein kleines bisschen erhöht. Und hat seinen Mega-General. So. Wo geht's denn als nächstes hin? Mal gucken, ob wir die anderen auch noch bekommen. In einem Schatz-Event. Getriggert. Erstmal Königshaki aktivieren und 50.000 Leute umhauen. Und ja, ich glaube, Lysorb züchtet die wirklich einfach selbst seine Munition. これくらいやってもらわねえと船長交代だ。オーディっつったな。お前は俺がぶっ飛ばさなきゃな。お前がどんなとこでどういう王になろうと勝手だけどな。海賊の王者は一人で十分だ。
Frankie war eindeutig der Gefährlichste gerade mit seiner Pose. So. Weiter nach rechts jetzt? Oder weiter nach oben? Schauen wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Sehe schon. Alle fliegen wahrscheinlich jetzt raus. Ja. Da oben hin. Und darüber, okay. Feindliche Verstärkung. Boah. Oh, ja, unten ist auch gerade die Tür offen, sehe ich gerade. Hätte man auch durchgehen können, wahrscheinlich. Meine Güte. Was ist denn der Regen? Nach Riesenfischmenschen. Wie funktionieren Riesenfischmenschen? Ist das dann Riesen oder sind das Fischmenschen? Oder ist es eine Mischung aus Riesen und Fischmenschen? Das ist jetzt die Frage. Riesenfischmenschen oder Riesenfischmenschen? So. Oh, nice. Direkt das nächste Schatzereignis. Wen kriegen wir diesmal? Doch nicht. アーロン一味にはひどい目に遭わされたけど、そんなひどい渦の中、出会った仲間もいるのよね。全部つながって私ができてんの。だから、私の人生に 勝手に謝らないで。なんちゅうもったいない言葉。かたじけない。お前ら、何をごちゃごちゃ喋ってやがる。気をつけろ。この女の棒、さっきからいろんな物が飛び出すぞ。魔術師か。魔法使いちゃんって呼んでね。ダイユンロット。いや。 2年間逃げた。あいつらに捕まらねえように。雨の日も雪の日も雷の日も逃げて逃げて。なんで俺があんな目に焼け焦げろ。あんな思い出ヘルメモリーズ。 Die Hell Memories. Es gibt so Sachen, an die möchte sich Sanji nicht erinnern. Oh ja, da haben wir doch nochmal jetzt auch Nami und Sanji gezeigt bekommen. Also Nami hat auf jeden Fall sehr viel mehr in ihrem Wetterrepertoire bekommen. Die Vagabundenwolken. Okay. Und Sanji hat... Naja, Sanji kann in der Luft jetzt laufen. So, wo geht denn jetzt hin? Einmal außen rum und wieder nach unten? Wahrscheinlich, ne? Und... Sanji hat übrigens auch sehr gutes Beobachtungshaki gelernt. Gerade sowieso, die drei Hauptkämpfer von den Strohhüten haben alle ihren Fokus auf einem anderen Haki. Ruffy hat eben seinen Fokus auf seinem Königshaki, Zoro auf Rüstungshaki und Sanji auf Beobachtungshaki. Natürlich können auch Sanji und Zorro jeweils das andere, also auch Beobachtungs- und Rüstungshaki. Aber ich glaube, der Hauptfokus war wirklich auf den einzelnen Sachen. Und Ruffy kann sowieso alle drei. Kann ich da jetzt durch? Ja. Nur halt Königshaki können die anderen natürlich nicht, weil man dafür... Ja, das ist, hat man halt eine Veranlagung dafür oder eben nicht. So. Dann prügeln wir jetzt hier noch weiter rum. Ja,
Wobei ich würde sogar schon fast sagen, dass das Beobachtungshaki bei Ruffy noch mit am schwächsten ist von seinen dreien Hakis. So. Nami's One! So. Nehmen wir noch eins? Nice. Und wahrscheinlich jetzt hier noch die letzten beiden, was sie so gelernt haben. この国に重要な世界の歴史が眠ってる。荒らされる。私も不本意。ミルフルール。ヒガンテスコマー。